Wie bete ich das Tarawih-Gebet? Das Gebet, was wir im Ramadan machen, nach Isha. Eigentlich ganz einfach. Geh zur Moschee. Nein, Spaß beiseite. Es ist eigentlich ganz einfach. Und zwar ist das Tarawih-Gebet, oder besteht das Tarawih-Gebet aus verschiedenen zwei Rakat. Ziemlich einfach. Es ist so, als würdet ihr ganze Zeit Fajr beten. Also die ganze Zeit das Morgensgebet. So ungefähr könnt ihr das vorstellen. Es ist dasselbe Gebet 1 zu 1 wie das Pflichtgebet. Also 2, 2, dann habt ihr insgesamt schon 4. Dann könnt ihr eine kleine Pause machen. Ihr könnt was zu trinken holen oder Cocktail machen. Nach dieser Pause könnt ihr wieder 2, 2 machen. Habt ihr insgesamt wie viel? 8. Das wäre schon das Tarawih-Gebet. Und ihr beendet das entweder mit 3 gleichzeitig. 3 Rakat gleichzeitig, wie das Maghrib-Gebet. Oder ihr sagt, nein, ich mache 2 und am Ende nur eine. Da habt ihr auch 3. Das würde auch funktionieren. Ich weiß, dass die türkischen Moscheen gerne 21 machen. Das ist aber kein Problem. Ihr könnt auch so viel machen, wie ihr möchtet. Das ist kein Problem. Ich weiß, dass es beide Überlieferungen gibt und inshallah ist beides richtig. Es geht letzten Endes nur darum, dass wir beten. Vorab, das Tarawih-Gebet ist keine Pflicht. Es ist eine Sunna. Es ist eine sehr starke Sunna und der Nun ist gewaltig. Ihr müsst es nicht machen, aber ja, Monat Ramadan und ihr solltet es machen. Ihr könnt das Tarawih-Gebet sowohl zu Hause als auch in der Moschee beten. In der Moschee natürlich mehr Lohn. Zu Hause, wenn ihr alleine betet, weniger Lohn. Wenn ihr beispielsweise mit einer Frau betet, also mit eurer Frau oder eurem Vater oder eurem Bruder, dann ist es auch kein Problem. Dann ist der Lohn natürlich direkt höher. Und jetzt der Tipp für diejenigen, die im Ramadan gerne den Koran lesen möchten oder den Koran vollenden möchten, indem sie den komplett durchlesen. Kleiner Tipp, es ist erlaubt, während des Sunna-Gebet den Koran in der Hand zu halten. Das heißt, während ihr so oder so am Beten seid, könnt ihr den Koran zu Ende lesen. Das heißt, ihr fängt an mit Allahu Akbar ganz normal. Der Koran kommt auf den Tisch. Kein Problem. Ihr fängt das Gebet an, die Fatiha, nach der Fatiha, Amin. Dann könnt ihr ganz normal bücken und euch den Koran zur Hand nehmen und dann könnt ihr direkt anfangen zu lesen und so lange, wie ihr möchtet. Danach könnt ihr den Koran zur Seite legen und dann Allahu Akbar und dann geht ihr runter. Ziemlich einfach, somit habt ihr 2 Fliegen mit einer Klatsche.